Kommst du nicht weiter? Vielleicht kann dein dicker Bauch helfen. Leicht unterschiedliche Symbole zeigen verschiedene Richtungen. Ja, Monsters Bett bewegt sich, wenn es in die Richtung zeigt. Ja, okay, das haben wir auch alles selbst rausgefunden. Wie gesagt, so schwer sind die Rätsel ja alle nicht. Der ist es. Zack. Und, ich bin gespannt, was mit den Fröschen ist. Ob die noch da sind oder nicht, oder schon, oder... Ach, keine Ahnung. Das sehen wir jetzt alles... mit unserem 100-Füßer. Aber ich glaube nicht, dass die noch da sind, weil sonst wäre Monster schon längst aufgesprungen und hätte sich da ein oder zwei oder drei oder vier geschnappt. Hoffe ich zumindest. So, jetzt brauchen wir den hier. Mit, ja, mit nix vorne dran. Das wäre der nächste. Oder man probiert einfach alle durch, bis man am Ziel ist. Das ist auch möglich. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass es genau der hier sein wird. Wo doch was dran ist. Dass man aber ohne... Nein! Oh! ohne Licht nicht gesehen hat. Zack! Das Schwänzchen steht wieder in die Höhe. Und ja. Da denke ich nur spontan bei Fröschen und Schwänzchen an Entchen. Ja, das. Wir sind jetzt so weit gekommen. Ich muss schon sagen, das war eine Glanzleistung. Gleich ein Meter. Wenn überhaupt. Ich meine, wir sind noch nicht mal aus dem Kreis raus. Egal. Wir sind hier am Ziel und haben Monster endlich so weit, dass wir mit ihm weiter können. Ja, es ist eigentlich unglaublich. Unser Vater pennt hier die ganze Zeit, schläft seinen Rausch aus und wir tragen den einfach umher, damit er zum Arzt kommt oder was weiß ich. Zum Ausnüchtern, ich weiß es doch nicht. Mehr oder weniger geht es ja auch nur darum. So. Und einmal rauf. Und einmal rauf. Checkpoint. Wird gespeichert. Dann hier. Monsterchen. Hallo. So, sind hier irgendwo Frösche? Ich weiß es nicht. Da ist auf jeden Fall... Der Tempel ist nicht mehr fern. Vergiss Monster erstmal und folge mir. Okay, dann... Lassen wir mit unserem Vater links liegen und wir folgen dem komischen Mädchen. Ja. Und ich habe sie jetzt garantiert nicht aus den Augen verloren. Und Monster ist schon wieder am Fressen. Hier lang, es geht hier lang, Kiko. Ja, und wo ist hier lang? So, Monster war da hinten am Fressen und dann geht's hier hoch. Genau. Nur ich komme ohne Lula nicht darüber. Okay, da hinten haben wir Schlüssel. Und ich ahne Schrecklichstes, wenn ich hier so diese Füßchen sehe. Ja, das... Oh nein, 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 nein. Ignoriere doch den Alkohol, Vater. Ignoriere doch den Frosch. Ah, da müssen wir lang. Nein, 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 nein. Nein, 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 jetzt wollte ich den doch, jetzt wollte ich ihn den noch wegschnappen. Alter, wenn er einen Frosch kriegt, dann gehen die wieder zurück. Ernsthaft? Das ist jetzt uncool. Hops. Hops. Da. Ah! Nein. Bleib du bloß raus. Da. Friss das. Okay. Da haben wir einen Lula-Schalter und wir haben Lula nicht. Ey, das ist so uncool. Okay. Wie machen wir das am besten? Am besten den Schlüssel drehen und sofort den Frosch schnappen und vernichten. Kommt da ein neuer? Nix da. Kommt da ein neuer? Bitte sag nein. Hallo? Sieht wohl nicht so aus. Sehr gut. Okay, dann müssen wir uns nur den Frosch schnappen, bevor ihn Paps kriegt.
aber schon süß, die Dinger. Oh, nein, 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 komm her. Du siehst ihn gar nicht, Vater. Klatsch. Ja, genau. Hol dir deine Kokosnuss, denn wir releasen jetzt den letzten Frosch. Und, bleib bloß hier, bleib bloß hier, bleib bloß hier. Nein, 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 nein. 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 Oh, Mann. Du blöder Frosch, ey. So, das kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Ich sehe nichts. Da. Ist deine faule Frucht. Krieg dich wieder ein. Und lass mich den Schalter, den Schlüssel drehen. Und den Frosch fangen. Bitte. So. Und klatsch. Frogger. Ja, sag ich nicht. Und Dächchen Nummer 2. Und Frosch Nummer 2. Klatsch. Und Schlüssel 3. Ja, geh auf deine Kokos. Ignoriere den Frosch, der jetzt da gleich rauskommt. Jawohl, den haben wir schon. Wunderbar. Klatsch. So. Reicht das? Noch irgendwo irgendwas? Nö? Okay. Dann gehen wir schleunigst zurück und beeilen uns nicht, dass die auch noch zeitgesteuert sind. Das würde mich jetzt ziemlich, naja, auf den Senkel gehen. So. Jetzt kommen wir da auch ohne Lula rüber. Mit hätten wir es, glaube ich, sogar ohne diese Dächer geschafft. Hoffe ich. Okay. Hopp! Wow. Sieht schon geil aus. Und das ist der besagte Tempel. Sieht wohl ganz danach aus. Und, ja, die Kokosnuss lasse ich mal links liegen. Ich meine, man braucht nicht immer eine Kokosnuss, auch wenn Kokos geil ist. Aber, ja. Lula. Ich glaube, dieses Mädchen übernimmt irgendwie die Rolle unserer Mutter, die sich um unser kaputtes Spielzeug kümmert und what the hell und uns vor unserem Vater schützt oder irgendwie dergleichen. Ich weiß es nicht. Okay. Bitte sag jetzt, dass wir auch solche coolen Power haben. Kiko, wir sind jetzt eins. Das klingt auf so vielerlei Weise verstörend. Um Lula zu retten, musst du Monster fangen und ihm seine Wut entziehen. Okay, wieso ist da das Grasstück angekettet? Sei vorsichtig, Kiko. Komm schon. Ich muss irgendwelche coolen Superpower-Badass-Crafte haben, wie Portale erschaffen oder irgendwas. Das muss doch gehen. Oder bin ich jetzt vielleicht selbst Energiequelle für irgendwas? Dass ich selber durch irgendwas was auslösen kann? Ich weiß es nicht. Da gibt es auf jeden Fall genügend Kokosnüsse. Können wir mal eine präventiv mitnehmen. Da können wir das Grasstück einfach mal freilassen. Wow! Alter! Shit! Ey, ich wusste nicht, dass du gefräßig bist, Gras! Mann! Holy! Okay, ich glaube, ich muss da Monster reinlocken und ihm seine Wut entziehen. Wie es so schön geheißen hat. Hey! Schau mal! Pops, schau mal, was ich hier Leckeres habe! Einen kleinen Longdrink.
Gott. Komm. Ja, geh runter, komm. Ja. Oh. Das ist jetzt, ja. Ey! Vater! Mann, haut er einfach wieder ab. Okay, vielleicht müssen wir zuerst noch irgendwas anderes machen. Aber da geht ja nichts anderes. Wie weit geht das Ding vor? Bis dahin. Okay. Gibt's denn meine Kokosnuss noch, die da unten liegt? Ja. Pops, hey. Vielleicht müssen wir ihn zuerst da nach hinten locken. Keine Ahnung, da hinten habe ich auch noch ein größeres Areal gesehen. Meine ich zumindest. Aber vielleicht müssen wir die Wand hier erstmal irgendwie vernichten. Ich habe doch keinen Plan. Da hinten ist auf jeden Fall auch wieder so ein gefräßiges Ding. Und da sind auf jeden Fall sehr viele Wände im Weg. Huh. Da drüben allerdings auch. Schauen wir uns erstmal da drüben um. Paps, kann er die Kokosnuss ruhig haben? Das hilft ihm nicht gerade viel. Dann ist bestimmt auch wieder so eine coole. Wo er wieder nicht runterspringen will. Ha. Vielleicht gehen wir einfach mal hier in diesen Häuserkomplex. Kann man da irgendwie hochgehen oder irgendwas? Ich weiß es nicht. Nicht so aus. Meine Vermutung war ja, einfach darunter zu locken. Komm, wachs nach. Danke. Die Vermutung probieren wir einfach nochmal. Ja, hey. Ja, schau mal. Ja, lecker, lecker Kokosnuss. Komm, bei Fuß. Hey, dreh dich nicht weg von mir. Nein, 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 nein. Das wollte ich nur von dem Eck rauslocken. Komm her. Ja. So, ja. Also du bist so undankbar, Daddy. Weißt du das? Okay, irgendwas müssen wir noch machen, bevor wir irgendwie ihn versuchen, da reinzulocken. Das klappt so nicht ganz. Können wir hier mit den Wänden irgendwas machen? Auch kein Schalter und nix. Vielleicht ja doch da hinten irgendwo. Bei den Gebäuden. Ich habe doch keine Ahnung. Ist ja alles blind hier. Hinten irgendwo ein Zahnrad, irgendwo ein Hebel. Nee, nix. Nada. Niente.